जय 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 महादेव, जय 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 महादेव, शिव शंकर आदि अनंत, शिव शंकर आदि अनंत, जय 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 महादेव, जय 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 महादेव। Gerade Grüße an alle, die sich dessen bewusst sind oder auch nicht. Dies ist der Chandramana Ugadi heute. Das bedeutet, dass nach dem Mondkalender ein Neujahrstag für die Menschen von Telugu und Karnataka ist. Ich hoffe, ihr habt heute wenigstens eure Neemblumen und euren Jaggery bekommen. Nun, es ist eine Tradition, das neue Jahr zu beginnen, eine sehr weise Tradition, bei der wir Neemblumen und Jaggery miteinander vermischen. Etwas mehr Jaggery. Nicht in gleichen Proportionen. Sie sollen in gleichen Proportionen sein, aber langsam haben sich die Leute mehr in Richtung Süße bewegt. Die Wahl hat sich in diese Richtung bewegt. Das hättet ihr heute Morgen als erstes essen sollen, aber ihr seid ja die täglichen Neemblumen-Leute, also ist es für euch nicht wichtig. Die Idee ist, dass wir im kommenden Jahr nicht nur um gute Dinge bitten, nur um Süßes, lasst sie zumindest im gleichen Verhältnis zueinander stehen. Denn was wir als bitter empfinden, ist nicht unbedingt falsch, noch ist es schlecht. Jeder weiß heute, dass Neem nicht schlecht ist, es ist bitter. Die meisten bitteren Dinge in eurem Leben oder das, was ihr denkt, das bitter ist, ist grundsätzlich. Denn jedes Mal, wenn das Leben versucht, dich in eine größere Möglichkeit zu drängen, dann widersetzt du dich. Also wird es bitter. Etwas Neues passiert, Menschen leiden, gerade jetzt Corona. Nun, es ist da draußen, aber es hat uns die Möglichkeit gegeben, uns zurückzuziehen und allein zu sein. Nun, wir können eine ganze Dissertation über die wirtschaftlichen... Sie sind in der Nacht nicht in der Lage zu hören? Oh, ich glaube, der Ton kommt nicht gut an, bitte. Man kann also immer über die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft sprechen und darüber, wie unser Leben sein wird. Im schlimmsten Fall, sage ich, im schlimmsten Fall, wird unser Leben so werden, wie es vor 10 Jahren war. Im schlimmsten Fall. Oder es dreht sich vielleicht ein paar Monate oder ein Jahr rückwärts. Was die wirtschaftlichen Möglichkeiten, den Komfort, die Bequemlichkeit betrifft, können wir vielleicht einen Rückschritt machen. Es ist möglich, ich sage, wenn es auf der ganzen Welt wütet. Aber wir haben bereits einige Nationen gesehen, die es auf verantwortungsvolle und systematische Weise durchführen. Sie haben es geschafft, dass es nicht so verläuft. Zumindest in Indien gehen wir ziemlich hart dagegen vor. Wenn alle kooperieren und sich verantwortungsbewusst verhalten, wird es meiner Meinung nach nicht so laufen. Aber es wird definitiv einen Verlust in jedermanns Leben geben.
unabhängig davon, wer man ist. Die Reichen, die Armen, die Mittelschicht, alle. Aber die Spatzen, wie ihr hören könnt, scheinen sehr glücklich zu sein. Ich bin sicher, dass viele andere Kreaturen sehr glücklich sind. Die Leute schicken mir Videos von Delfinen, die in die Küste von Mumbai gekommen sind. Dieses passiert, jenes ist passiert. Nun, das ist sehr gut möglich, denn der menschliche Fußabdruck in diesen 3 Wochen der Abregung nicht stark ist. Ich bin sicher, dass andere Kreaturen den Planeten ein wenig mehr genießen werden, was auch gut ist. Und vielleicht werden die Menschen in den 3 Wochen der Übungen zu Hause, zunächst werden sie damit zu kämpfen haben, aber vielleicht lernen sie, sich zurückzuziehen und ihr Leben zu genießen, indem sie einfach die Augen schließen. Es gibt viele gute Möglichkeiten. Ich sage also, was du als Bitterkeit betrachtest, ist nur wegen deines Widerstands. Ansonsten ist Bitterkeit auch gut. Die Weisheit dieser Tradition besteht also darin, dass wir an einem Neujahrstag nicht nur Süßigkeiten essen, sondern zu gleichen Teilen Bitterkeit und Süße, weil wir verstehen, dass das Leben in seinen vielen Möglichkeiten liegt. Wenn du nicht akzeptierst, was du für bitter hältst, dann schließt du alle Möglichkeiten des Lebens aus und bleibst einfach bei dem, was du kennst. Heute ist also Ugadi. Besonders alle Kanada- und Telugu-Leute. Ich glaube, für die tamilische Kultur kommt der Neujahrstag einige Tage später. Dieser Neujahrstag ist irgendwie verwandt und liegt um die Frühlingstag- und Nachtgleiche herum. Das bedeutet, dass sich der Stand der Sonne in Bezug auf die nördliche Hemisphäre, insbesondere in den Tropen, dramatisch verändert. Und dies ist die Zeit, in der das Sonnenlicht am besten ist. Bestes Sonnenlicht bedeutet, dass das Leben am besten sein sollte. Aber unglücklicherweise, weil wir den Planeten ausgebeutet haben, weil es nirgendwo Schatten gibt und Wasser ein ernsthaftes Problem darstellt, bedeutet zusätzliches Sonnenlicht oder Sommer, dass es sehr viele Menschen Angst haben. Es ist kein Zufall, dass sie den 22. März als Weltwassertag festgelegt haben, den die meisten Menschen in diesem Jahr vergessen haben, weil alle haben Welt-Corona-Tag. Der 22. März war Weltwassertag und der 23. sollten wir die Bodenwasser-Klimakonferenz hier abhalten, die wir nun auf unbestimmte Zeit verschoben haben. Nun, nach Ugadi bedeutet, dass es generell in den nächsten Tagen 1 oder 2 Regenfälle geben wird. 1 oder 2 Schauer werden passieren in den nächsten paar Tagen. Aber die Wasserkrise beginnt auch, weil es anfängt, heißer zu werden. Und das Wasser, der Bedarf an Wasser steigt, aber die Verfügbarkeit von Wasser sinkt. Nun, bei dieser Corona-Wasserkrise kann das ziemlich katastrophal sein. Sie kann die Menschen dazu zwingen, aus ihren Häusern zu kommen und verzweifelte Dinge zu tun, wenn das Wasser nicht aus ihren Wasserhahn kommt, was an vielen Orten in Südindien passieren kann. Nun, sie werden herauskommen und niemand kann sie daran hindern, herauszukommen. Man kann sie nicht gewaltsam festhalten, wenn es kein Wasser gibt. Das kann passieren. Notfallpläne werden, glaube ich, gemacht. Aber zu welchem Teil wir eine so große Bevölkerung versorgen können, ist immer ein Fragezeichen. Jedenfalls ist dies der Beginn eines Jahres im Mondkalender. Lunar Calendar. Dieses Jahr, ich denke, normalerweise bedeutet Ugadi, dass sich die Menschen gegenseitig besuchen und es ein großes Fest ist. Das ist in Südindien eins der wichtigsten Feste. Ich glaube, die Tempel sind alle geschlossen. Die Gemeinschaften können sich nicht treffen, die Familien können sich nicht treffen. Im Moment lehnen sich die Menschen zurück und vielleicht haben sie nicht einmal die Nebenblume bekommen. Jaggery hatten sie sicher zu Hause, aber vielleicht konnten sie die Nebenblume nicht beschaffen. Ich verstehe ihre Notlage.
Aber der wichtige Aspekt des Verzehrs der Neemblume am ersten Tag des Jahres ist, dass wir in der Lage sein werden, mit allem zurechtzukommen, was auf uns zukommt. Uns so zu machen, dass wir nicht Opfer dessen sind, was auf uns zukommt. Was auch immer auf uns zukommt, wir werden das Beste daraus machen. Das ist eine Sache des Lebens. Im Moment ist es also ein Virus, morgen kann es ein Dinosaurier sein, wer weiß. Was auch immer kommt. Wie man das Beste daraus macht, weil ein Jahr vergeht, ein neues Jahr bedeutet, dass die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht, das bedeutet, unser Leben geht vorbei. Das ist, was es bedeutet. Die meisten Menschen feiern ihren Neujahrstage oder Geburtstage, ohne zu verstehen, ohne sich bewusst zu sein, dass dies eigentlich ein Meilenstein ist, die dir sagen, dass dein Leben vorbeigeht. Du musst ein wenig in ein wenig mehr Dringlichkeit kommen, was du mit diesem Leben anfangen willst. Jeder muss ein wenig mehr Dringlichkeit kommen. Heute ist Neujahr, was bedeutet das? Ein Jahr ist vergangen. Heute ist dein Geburtstag, was bedeutet das? Ein Jahr ist vergangen. Das bedeutet, dass du in ein wenig mehr Dringlichkeit kommen musst. Es ist eine Erinnerung. Und jetzt, während du allein bist, während du mit dir selbst bist, weißt du, wenn wir Samyama-Programme und Intensivprogramme durchführen, bitten wir dich, still zu sein, allein zu sein. Die indische Regierung tut dies für dich. Wir sind eine sehr spirituelle Nation. Nun, es passiert überall auf der Welt. Die meisten Nationen haben 7 Tage, 15 Tage, 21 Tage, was auch immer, abgeriegelt. Ich glaube, sie kommen Stück für Stück. Wahrscheinlich wird die Abriegelung viel länger dauern. Es ist auch eine Hoffnung und ein Glaube, wir sind uns dessen nicht sicher. Aber die meisten Menschen hoffen, und es ist möglich, dass die Fähigkeit des Virus, sich selbst zu übertragen, mit steigenden Temperaturen sinkt. Während sich die Position der Sonne in Bezug auf die Planeten ändert, könnte seine Fähigkeit zur Übertragung sinken. Vor allem aber mit dem Aufladen durch die Sonnenenergie werden unsere Körper mit etwas mehr Elan funktionieren. Dadurch wird unser Immunsystem definitiv besser funktionieren. Wir können also durch Corona auf eine viel mildere Art und Weise hindurchgehen, als dies leider bei einigen Nationen der Fall ist. Ich habe, weißt du, die Menschen senden alle möglichen Nachrichten. Jemand, den wir sehr gut kennen, eine Familie von Freiwilligen aus New York City. Sie sagten, dass die letzten 10 Tage jemand im Büro war positiv getestet worden, aber jetzt sind alle 4, die ganze Familie, 2 von ihnen kleine Jungen, vielleicht 16 und 13 oder so ähnlich, alle durchliefen alle Symptome leicht, hatten einige Atembeschwerden, aber sie sind nicht ins Krankenhaus gegangen, sie kümmerten sich zu Hause um sich selbst. Jetzt nach 10, 11, 12 Tagen sagen sie, dass es ihnen viel besser geht und dass es ihnen gut geht. Die Temperatur ist weg, die Atemnot ist weg. Es gibt ein wenig Husten, aber sie erholen sich von selbst. Das könnte also passieren, wenn man definitiv unter dem Einfluss der Sonne steht, wird unser Immunsystem besser funktionieren. Wenn dies geschieht, könnte die 21-Tage-Sperre den Zweck erfüllen. Aber wenn das Virus schlauer wird, wer weiß, ob sie mit einer eigenen Klimaanlage oder so etwas gekommen sind, wer weiß. Wer weiß, welche Tricks sie haben. Das sind alles Tricks der Schöpfung. Wenn sie es schaffen, herumzugehen auf dieselbe Weise, dann sind 21 Tage vielleicht nicht genug.
Man muss es vielleicht noch weiter strecken. Dies ist also ein spiritueller Sommer, das ist alles, was ich sage. Ein langer Retreat, wo immer du auch bist. Als Teil davon dachte ich gerade daran, dass wir in der nächsten Woche für die Meditierenden, für diejenigen, die Inner Engineering gut gemacht haben und zumindest praktizieren, Shambhavi Mahamudra machen, so viel Praxis haben sie, dann dachten wir, dass wir eine Art Lab of the Master Veranstaltung online haben werden, vielleicht einen halben Tag. Dafür würde ich gerne sehen, wie viele von euch in verschiedenen Teilen der Welt daran interessiert sind, sich für mindestens 5 Stunden Zeit zu nehmen, verpflichtete Zeit. Es ist nicht so, dass du deinen Computer oder dein Telefon einschaltest und überall hingehst, rumläufst, redest und zuhörst. Nein. Wenn du bereit bist, dich 5 Stunden lang allein in einem Raum zu setzen, verbunden, und für 5 Stunden bist du vollkommen verpflichtet, können wir sehen, wie wir einen Prozess leiten können, der definitiv nützlich ist. Ich denke dabei nicht an Corona, ich denke an dich. Nun, ich weiß, Leute werden deswegen mit mir schimpfen, aber jetzt bist du zu einem gefangenen spirituellen Sucher geworden. Der Traum eines Gurus. Es ist also sehr wichtig, gesund und wohlbehalten zu bleiben. Aber lasst uns diese Zeit auf die bestmögliche Art und Weise nutzen. Also diejenigen von euch, wo auch immer ihr auf der Welt seid, registriere dich und verpflichte dich für mindestens 5 Stunden. Dann werden wir in der nächsten Woche einen Termin festlegen, an dem wir eine 5-stündige Sitzung abhalten können, in der wir dich durch bestimmte Dinge führen werden. Aber das ist nur für diejenigen unter euch, die zumindest schon Shambhavi Mahamudra in ihrem Leben haben. Sonst tu es nicht. Das ist wichtig, denn sonst bin ich eingeschränkt in dem, was ich tun kann und was ich nicht tun kann. Ich höre den Yoga-Yogas-Gesang. Nun, der Gesang läuft überall im Yoga-Zentrum auf dem Lautsprecher. Du musst dir anhören, wie es ausgeführt wird. Aber ich höre viele von euch auf den Straßen singen und gehen, hier und dort sitzen und singen. Diejenigen von euch, die an anderen Orten sind, ich weiß nicht, wie ihr es macht. Ich sehe, dass das Mantra für viele von euch nur im Mund. Das ist nicht die richtige Art, es zu tun. Das Mantra ist so gestaltet, dass wenn man es ausspricht, der Nachhall natürlich von der Basis des Bauches ausgeht. Das ist sehr wichtig. Das ist ein Manipuraka. Hier ist dein Wartungszentrum. Und gerade jetzt, da alles virusorientiert ist, ist die Aktivierung deines Manipuraka, des Wartungszentrums, das ist sehr wichtig. Wenn du also das Mantra aussprichst, dann, es sei denn, du singst ziemlich gewohnheitsmäßig, nicht bewusst, dann geht das Mantra natürlicherweise von der Basis des Bauches aus. Du singst es aus Gewohnheit, weil du weißt, bla 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 bla. Es könnte Beschimpfung sein. Warum Mantra? Aber ich glaube, wenn du von jemandem beschimpfst, dann kommt es direkt von hier. Ich glaube nicht, dass man jemanden so beschimpfen kann. Wenn du jemanden beschimpfst, dann kommt es von hier. Dann mach das Mantra so, als wäre es Beschimpfen. Das heißt, du bist involviert. Das Mantra, die Klänge, sind so geometrisch gestaltet, dass sie natürlich den tiefsten Punkt in dir berühren. Erst dann energetisieren sie dich. Erst dann aktivieren sie dein Samadprana. Wenn du anfängst, das Mantra zu singen, wenn ich das sage, weil wir in einem öffentlichen Forum uns befinden, werden einige Leute verrückt werden, aber lassen wir sie.
Du wirst sehen, dass du an bestimmten Stellen des Körpers in Schwitzen kommst. Ich betone das. Du wirst an bestimmten Stellen des Körpers zu schwitzen beginnen. Nun, es ist Sommerzeit, vielleicht schwitzt du die ganze Zeit, das ist eine andere Sache. Aber du wirst sehen, dass an bestimmten Stellen des Körpers anfangen wirst zu schwitzen, wenn du es intensiv tust. Und das ist wichtig, das musst du beachten. Ich muss euch nicht sagen, von wo aus ihr schwitzen werdet, aber du wirst feststellen, dass ihr bestimmte Stellen des Körpers mehr schwitzen werden als der Rest des Körpers, der aufgrund der atmosphärischen Temperaturen schwitzen mag. Wie auch immer, wenn du 10, 15 Minuten lang singst, muss deine Kleidung bei diesem Wetter teilweise nass sein. Ansonsten musst du wenig schwitzen. Wenn das Wetter kühl ist, dann schwitzt der Körper nur ein wenig. Das geschieht natürlicherweise. Sei dir also bitte dessen bewusst, wenn du das Mantra singst. Wir werden es jetzt gleich tun. Und während du es tust, weil ich dich gerade daran erinnert habe, dass ein weiteres Jahr vergangen ist und das Leben kürzer wird, du musst nicht weglaufen. Denn ich sehe, dass die Menschen versuchen, immer schneller werden. Das ist die Idee. Das ist die Lehre aus dem Virus. Verlangsame dich. Eine Maschine, die langsam läuft, aber auf dem Maximum funktioniert. Das ist eine gute Maschine. Eine Maschine, die überlastet ist, wird sich selbst aufbrauchen. Sie läuft leicht, aber bei niedriger Drehzahl funktioniert sie mit sehr hoher Qualität. Das ist es, was man braucht. Renne also nicht mit dem Mantra davon. Es gibt ein Tempo, das wir festgelegt haben. Lass dich einfach darauf ein. Wo auch immer du bist, wenn du mit Yoga Mudra sitzen kannst, mit geschlossenen Augen, mit leicht nach oben gewandtem Gesicht. Yoga, yoga, yogeshwaraya Bhuta, bhuta, bhuteshwaraya Kala, kala, kaleshwaraya Shiva, shiva, Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya. Bhuta, bhuta, bhuta. Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Maha Shambho, Shambho, Mahadevaya.
Yoga, Yoga, Yoga. Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Bhuta, Bhuta, Shiva, Shiva, Sarveshwaraya. Shambho, Shambho, Maha. 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 Bhuta, Bhuta, Bhuteshwaraya.
Shiva, Shiva, Sarveshwaraya, Shambha, Shambha, Mahadevaya. Sitz still. Sitz still, bewege dich nicht. Sitz still, bewege dich nicht. Sei einfach mit mir.
Jaya 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 Mahadeva Jaya 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 Mahadeva Shiva Shankar Adi Anant Shiva Shankar Adi Anant Jaya 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 Mahadeva Jaya 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 Mahadeva Wenn du also das Mantra aussprichst, ist es wichtig, dass es von Manipura oder tiefer unten kommt. Zumindest den letzten Teil davon, wenn du Shambho sagst. Musst du es sagen, als wäre es das Letzte, das du in deinem Leben sagen willst. Du willst alles hinauswerfen. Es ist das Letzte, das du tun wirst. So musst du es sagen. Nun, ich hoffe, dass es auch das Letzte ist, was du in deinem Leben sagen wirst. Jedenfalls, Ugadi-Wünsche an euch alle und mit dieser Reinigung und diesem Rückzug. Der Virus-Guru lehrt uns, hey, nicht dich. Das Virus ist ein Guru geworden, wie man alleine bleibt, alleine ist. Nun, zu viel sozialer Kontakt ist ohnehin eine Ansteckung. Virus lehrt dich also eine Lektion. Es spielt keine Rolle, wie klein eine Kreatur ist. Wir müssen lernen. Darum in dieser Kultur, Mann, Frau, Kind, Gott, Kuh, Esel, denn jeder hat eine Lektion für uns. Hier sind wir und lernen von Mikroorganismen. Wunderbar. Wenn du also für eine 5-stündige Verpflichtung bereit bist, meldet euch bitte an. Wir werden einen Termin festlegen.